Ja, servus und hallo zusammen, willkommen zurück zu Alpha 16. Ja, von 7 Days to Die an Tag 42. Aldi? Howdy. Howdy, Tag 42. Ja, Feralhorde. Juhu, genau, Feralhorde, wer hätte das gedacht. Tja, man merkt schon, die Stimmung ist, sie wird rötlich. Und ja. Wir sind hoffentlich gut vorbereitet. Wir haben hier unten ein paar weitere Verbesserungen mit den Spikes gemacht. Wir sind gespannt, ob es hält. Ne, wir haben unser Dach hier oben zugemacht. Heißt, unser kleiner Bunker ist zu. Da kommt der Alte aus dem Nichts. Moment, warte mal, das ist ein schönes Bild hier da. Der Alte aus dem Nichts mit brennendem Molly. Das ist doch ein wunderbares Bild. Dankeschön. Sehr gut. Mit brennendem Molly hier. Ah, schau mal hier. Longhorn. Ja, wir sind gespannt. Oh ja. Ja, wir haben zugemacht, wie gesagt, unsere Bikes stehen hier, Abfahrt bereit zur Not, also Fluchtweg wäre bereitet. Wir haben hier mit den Iron Bars zugemacht, an der Seite die runden Bullaugen, die sind natürlich noch offen, ist klar, die bleiben auch offen. Da wird es spannend sein zu sehen, ob die Geier da durch können. Ich hoffe ja nicht, aber irgendwie fürchte ich doch, dass sie durchkommen. Ich hoffe auch nicht, ey. Ja, also falls doch, dann haben wir da unter Umständen ein kleines Problem. Aber gut, wir können ja noch eine Etage weiter nach oben. Also das sollte ja funktionieren. So. Ja, mehr bleibt eigentlich nicht zu sagen, außer viel Glück. Viel Glück und ich habe schon wieder so ein mieses Gefühl, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, das habe ich jedes Mal, wenn Feral heute ist, habe ich immer so ein mieses Gefühl. Normal. Wir haben keine Pfeilspitzen mehr, sehe ich das richtig? Ja, richtig. Wir haben keine Pfeilspitzen mehr. 50 Pfeile. Mache ich nochmal schnell weg. Das Zeitfenster ist sehr begrenzt, mein Herr. Huch, ich darf ja nicht nach Westen schauen. Entschuldigung, nach Westen schauen. Oder darf ich kurz nach Westen schauen? Mach doch. Schau noch ganz kurz nach Westen hier. So, genug geschaut, liebe Freunde. wer hat jetzt gefragt, ob man das oder wann man das sehen darf? Wer war das? Ich glaube Patrick oder Bonnie. Ich glaube beide. Beide? Ihr seid ganz schön neugierig. Leute, was stimmt mit euch nicht? Ehrlich. Nett, ihr müsst so neugierig sein. Und wir haben eine Seite hier zumindest mal auf einer Höhe schon mit Stahl verkleidet. Die Frage ist, ob dieser lächerliche Versuch, uns besser zu schützen, tatsächlich etwas bringt oder ob das jetzt nur der gute Wille war, aber mehr auch nicht. Wir werden es erleben. Oder nicht. Ziemlich bald. Ja, erleben werden wir es schon, aber die Frage ist, wie lang? Richtig. Naja. Ja, da hätten wir noch zweimal Fleisch sogar, sehe ich gerade. Oder beziehungsweise nicht Fleisch, sondern Veggies, du. Machen wir gleich mal rein hier. Also die Esskiste ist voll. Ja, das ist ja super. Ja. Aber ich bin auch voll mit Essen. Ich kann höchstens noch was trinken. Ja, ich nehme mal vorsichtshalber zwei Medis mit. Ich habe, ja, Medis ist nicht verkehrt. Ja, aber zwei müssten, glaube ich, reichen, oder? Als Henkersmahlzeit werde ich einen Golden Rod Tee trinken. Ich meine, wenn tot, dann tot, dann ist eh egal, ne? Ja, später noch keine Rolle mehr. Ja, das denke ich eben auch. Also dann ist, mein Gott, schade. Können wir sie ändern? Ja, eine knappe Stunde noch. Dann geht der Tanz wieder los. Mein überschüssiges Zeug mal hier verstauen. Was hat er denn überschüssiges? Ich habe gar nichts überschüssiges. 6000 Stein, die ich jetzt nicht mitschleppen muss. Achso, die Axt und sowas alles. Ja. Steinhammer, ja, da ist noch in der Baukiste ist da noch ein Stack. Blast da noch rein. Ja, ich brauche das ja wieder. Deswegen. Ja, schmeiß halt rein, du. Ich schmeiß da auch das Zeug rein, was ich nicht brauche. Nehme ich nachher wieder raus, dann. Ja. Was drin ist, ist drin, sage ich immer. Ja. So. Ich nehme dir das sicher nicht weg, du. Keine Angst. Das weiß ich. Sicher? Nee. Nein. Nicht sicher. Trau keinem Hobby, ich weiß. Das ist so. Ja. Hast schon negative Erfahrungen gemacht, gell? Ja. Nicht nur einmal, musst du jetzt sagen. Nee, das hat sich im Laufe der 14 Jahre, hat sich das schon summiert, ne? Ach, jetzt, du wirst doch nicht nachtragend sein, oder? Echt? Nein, nicht doch. Ich würde mich auch nie darüber beklagen, ne? Nein, niemals. Um Gottes Willen, wo gehen wir denn da hin? Ich leide still.
Ja. Wieso machst du das nicht öfter? Ja, nö. Also still leiden, meine ich. Ab und zu möchte ich dich auch mal an meiner Gefühlswelt dran teilhaben. Also, das ist aber sehr nett von dir. Magst du jetzt auch so aufs Dach kommen vielleicht? Du standst ja gerade noch hier unten. Ja, ich stehe aber schon auf dem Dach. Hast dich hochgecheatet. Ich habe mich hochteleportiert quasi. Teleportiert. Sollen wir spaßeshalber die Zugbrücke unten lassen? Was? Nein. Nein, na gut. Aber... Wir gucken nach Westen, gell? Ja, wir schauen diesmal auch länger nach Westen. Ja, du, nicht wir, du. Nein, wir. Ich gucke immer lange nach Westen. Aber wenn ich nach Westen schaue, sehe ich deinen Turm. Da macht er nichts. Ach so, okay. Es ist das Letzte, was wir sehen. Ja, das Letzte, was du siehst. Turm in Rot. Oh, wenn du Richtung Sonne schaust, oder Mond, oder was das sein soll, sieht man die Baustelle. Richtig. Süß. Stell dir mal vor, wir hätten die Feralhorde auf der Baustelle erlebt. Oh, das wäre toll gewesen. Bestimmt. Alter, es geht gleich los. Ja. Oh Gott. Freunde. Viel Glück, Alter. Sie kommen. Nein, ich schau nach Westen. Ich mach nichts. Ich schau nach Westen. Ich auch. Ich mach nichts. Ich schau nach wie vor nach Westen. Ich auch. Oh Gott, bitte lass sie von Osten kommen. Jetzt. Bitte lass sie von Osten kommen. Von Osten. Die kommen von Osten. Gott sei Dank. Oh, schau mal hier. Klären wir hier ein paar dicke Ferals. Ist aber nicht sehr nett. Boah, Alter, das ist ja... Schau mal, der spuckt ja. Ja, die Sau. Das ist eine Frechheit. Ah, nimmst du die Explo-Bolt. Sehr gut. Ja. Oh, der ist aber schön gesprungen. Der kann ja tanzen, der Junge. Junge, Achtung, auf unserem Beet ist einer. Achtung. Verdammt. Die machen unser Beet kaputt. Jawohl, den hat's aber schön gerissen, du. Respekt. Schnell, ich brauch den Explo-Gedöns. Da ist er. Bäm. Okay. Okay, ich habe keinen Explo mehr. Ich auch nicht. Ich hab nur noch Pipes. Oh, scheiße, den hat's verrissen, Alter. Uiuiui, die dreckigen Cops, du. Jawohl, Kopf ist kaputt. Weiterer Kopf aus Osten. Wenn der kotzt, ist echt ekelhaft. Nanu? Oh, das klingt nach Pipebomb. Schmeiß runter, Junge. Euch. Zum Glück haben wir hier oben doch noch aufgewertet, ne? Ja, aber sind zum Glück noch keine Adlers zu sehen. Ja, ich sehe keine, ja. Okay, der ist kaputt. Da hinten kommt noch mal einer im Osten, noch mal so ein Spooky. Oh je. Die kommen gar nicht durch, die kommen gar nicht bis zu unseren Dingens. Alter, Meister mit der Sniper hier, Respekt. Kopf ist verrissen. Die kommen echt nicht zu uns. Nee, das ist richtig gut. Für eine Laschio. Was, bist du doof? Hast du mal gesehen, was das an Cops waren? Das heißt da Laschi-Horde, ich muss ja lachen, ey. Aber ich hoffe mal, die haben diesmal bessere Loot dabei, ne? Nicht wieder so ein Scheiß. Da kommt nochmal ein Kopf im Osten. Sollen wir mal so ein Molly schmeißen? Was meinst du? Ja, mach. Da brennt er, verstehst? Schön erwischt, sauber. Da kommt ein Feraler, Achtung. Der liegt schon. So ein Oldschool-Feral. Ja, ja. Siehst du ihn? Nee. Ich versuche mal einen Molly hinzuschmeißen. Ach, da. Ich glaube, ich habe ihn sogar getroffen, oder? Nee, aber er ist trotzdem tot. Ja. Wahrscheinlich ist er gestorben, weil er meine Flamme gesehen hat. Meine olympische. Die olympische, genau. Die olympische Flamme wartet. Dabei sein ist alles. Genau. Wir sind ja auch dabei. Ja. Oh, Hundeschein da. Ich gehe mal ein Stück nach unten, ne? Ich nehme mal Weg runterwärts. Ich schau mal kurz runter. Aus nächster Nähe dabei sein hier.
Sind sie dabei? Hallo, da kommt der Ferale. Jawohl. Oh, der ist schön gesprungen. Das hast du schön gemacht. Noch einer. Schau mal, lauter Ferale hier. Ich hoffe, die haben auch diesmal wenigstens ordentlich Loot dabei. Wenn nicht, bin ich echt voll beleidigt und so. Ah. Ui. Schöne. Oh, ein Thunfisch. Hm, fein. Thunfisch hat er da. Ja, ja. War sehr nett von ihm, finde ich. Ja. Hallo? Ah, da kommt noch ein Ferale. Moment. Holla, holla, nicht zu mir. Hässlicher Screenshot. Oh, für den, ein Compound Bowstring. Sehr schön. Ne, das ist super. Brav ist er, der Ferale. Aber da fehlt uns noch das Buch, ne? Ja, ich glaube, bauen können wir den doch, oder? Nee, ja, nee, du brauchst ein Buch. Echt? Brauchst du ein Buch? Oh, shit, das ist ja doof. Woher weißt du das? Aus dem Safe Game mit Patrick. Ah ja. Patrick, schöne Grüße, wenn du zuschaust. Und der Matze natürlich auch, gell? Der alte Seven Days Bot. Genau. Immer fleißig zuschaut. Eigentlich alle Grüße an alle natürlich, ne? Das alle, sind, ja. Ah, alle sind sehr gegrüßt. Die Spikes haben doch sehr gelitten. Ja. Und der Werner natürlich auch und all diejenigen, die schon seit über wie viel Folgen? 70 sind, über 70 sind es inzwischen, gell? Schon übel. Ja, die längste 7 Days to Die Staffel. Oh. War auf dem Kanal. Oh, ich glaube, er brennt trotzdem, sah schön aus. Ja, stimmt, die längste 7 Days Staffel, ja. Ja, da hat er bloß Klamotten dabei, der Held. Was ist das? Ich repariere mal ein bisschen hier. Oh, Mist, jetzt habe ich mit Stahl aufgewertet. Macht doch nix. Ja, wird ja nicht schlecht, gell? Frisst ja kein Heu. Das wollte ich mal. Wie man so schön sagt. Also, ich glaube, wir haben uns ganz umsonst Sorgen gemacht. Alter Brandstifter. Ja, Brandschatzen ist schon immer. Ich merke schon, du. Mein Steckenpferd. Ja, ja. Also, ich schau mal, dass ich hier vielleicht ein bisschen das repariere, was die Spucke da kaputt gemacht hat. Hallo, wer will hier was? Hallo. Ach, da die Omas kommen noch. Nicht sinnlos Munition verschwenden. Ja, genau, Haubi. Oh, ein Köter. Ein Möter. Da schieße ich mit dem Crossbow, ganz ehrlich. Da spare ich mir die gute Shotgun-Muni. Das stimmt. Hazmat, auf die Mütze. Jawohl, kaputt ist er. Ja, Freunde, das war die wenig spannende Feralhorde, so wie es aussieht. Ja. Sehr überschaubar. Ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte gedacht, die reißen uns hier die Hütte jetzt ein. Dachte ja, ja. Aber wir waren gut vorbereitet. Und wir hatten Glück. Das stimmt. Und wir hatten Glück, dass sie aus Osten kamen. Muss man vielleicht fairerweise dazu sagen. Richtig. Sollte man nicht ganz unerwähnt lassen. Und wenn wir hier nur mit Holz gebaut hätten, hier oben, dann hätten uns die Spucker alles eingerissen. Das war Teil unserer Strategie, sagen wir mal so. Ja, genau, genau. Sowas nennt man ja dann Strategie und Matchplan und sowas, gell, wenn es funktioniert. Genau. Richtig. Wenn es nicht funktioniert, war es einfach eine total wirre Taktik. Man war schlecht drauf, hat was Schlechtes gegessen oder was auch immer. Aber hier ist alles gut eigentlich, da braucht es gar nichts. Oh, haben wir den gar nicht aufgewertet oder was? Nö, jetzt aber. Haben wir einen aufzuwerten vergessen. Passiert. Ja. Alles. Ah, da ist noch einer, Moment. Aber wie sie aber auch den Weg durch die Spikes suchen, ja? Ja, an der Wegfindung haben sie ja gearbeitet. Das ist zwar immer noch nicht so ganz optimal, wenn man ehrlich ist, aber sie haben daran gearbeitet. Wer stirbt hier gerade? Hallo? Das klingt nach Hund. Der Hund ist schon tot. Okay, da kommt der nächste. Businessman. Okay, der ist auch kaputt. Da unten ist noch einer, der Theater macht, oder? Ich höre doch da einen. Ich höre da einen. Irgendwo da unten ist noch ein Theatermacher. Ja, da ist er. Ich sehe ihn. Ich komme bloß nicht hin. Das ist echt doof. Ich komme nicht hin an den Kollegen.
Ja, oder so, ne? Ah, ein Footballer. Da hat es einen Footballhelm zerlegt. Jetzt scheinen sie doch aus Südosten zu kommen. Ja. Huch. Ja, sowas. Da ist er kaputt. Oh, der hat eine Pistole dabei. Oh, schön. Orangene allerdings nur. Aber ein Bier hat er dabei. Das entschädigt für vieles. Ja. Hauptsache, das Bier ist frisch. Eben. Der ist jetzt aber... Achso, nee, die ist... Die hat von den Spikes. Hat die Schaden gekriegt. Was ist das? Chicken Soup. Oh, das essen wir auch. Das ist nett, dass die immer was zu essen dabei haben. Das finde ich sehr sympathisch. Wer bist du? Ach, das alte Mütterle. Das Mütterchen lebt noch. Da schieße ich mal in den Hintern. Okay, ist auch kaputt. Ohne Stahlschaufel, eine grüne, sehr schön. Grüne Stahlschaufel, ne? Ist besser als meine Iron. Arbeiten. Die nimmt man mal mit, ja. Ah, jetzt, man merkt schon, das sind alles so, alles Ferale, die kommen. Also, das sind halt so die Nachlese, die Spätlese quasi. Ja. Aber, das sind alle Ferale von der Stufe her. Gut, mate, das ist halt unserem Game Stage geschuldet, ne? Ja. Oh, ne, gibt keine Ruhe da draußen, der Kollege. So, kann man hier ein bisschen repairen. Das ganze Zeug wieder aufräumen, das wird wieder durch, sagt ihr. Nein, das wird wieder einen halben Tag hier. Das wird wieder anstrengend. Ein Spider, cool. Ein Spider-Man. Oh, in your face, man. Respekt. Oh, Brass hat er dabei. Verstehst du? Brass. Wer braucht den Brass? Naja. Ach, du bist es. Ich wollte gerade ihn hinterschießen. Ich habe mich schon gewundert. Wer da plötzlich neben mir steht. Ah, Achtung, ein feraler Kopf auf Südosten. Und nochmal ein Feraler. Tot? Nee, der lebt noch. Lad mal nach. Gib weiter Stoff. Oh oh. Ich glaube, der ist tot. Lade. Ja, denke auch. Ja. Jawohl, der andere verhalf. Seppel hat natürlich wieder kein Loot dabei. C5er. Sag ich zumindest, der hat kein Loot dabei. So, der Radiated Cop hat nichts dabei. Alter, echt. Sollen wir Piraner? Und der Hazmat hat auch nichts dabei. Ach komm, ihr seid doch kleine Dreckfresser da, echt? So was macht man doch nicht. Jetzt hinten raus kommen sie nochmal, ne? Da wollen sie nochmal wissen. Huch, Anu, was war das denn? Wieso geht da die Konsole hoch? Ich habe gerade einen Molly da auf die Feralen geschmissen. Okay. Und irgendwie ist der in der Luft hängen geblieben, das Ding. Kam bei dir auch eine Konsolenmeldung? Nee, aber mir geht nichts mehr. Okay, dann quit mal und komm wieder rein. Weil bei mir ist die Konsole hochgepoppt. Naja, das Schlimmste ist vorbei, ne? Das wäre schlimm gewesen, wenn das vorhin passiert wäre. Ja. Das wäre dann nicht sehr schön gewesen. Aber so sind wir sehr gut weggekommen, denke ich. Boah, denke ich auch, ja. Also ich denke, wir haben auch sehr wenig Schaden kassiert an der Base, also von dem her. Ja. Das war alles tiefenentspannt. Was? Wo? Wer will? Niemand will. Okay, Gott.
Ein Spätzünder hier. Ja, immerhin Munition gespart. Keine Geier, das ist auch nicht schlecht. Ist auch schon mal was wert. Es regnet ja, übrigens. Also, hat mich gewundert, dass keine da waren. Ja, ich bin immer noch hunted, heißt irgendwo ist noch... Ja, vielleicht wieder unten irgendwo beim Haus da. Naja. Oder so ein Kriecher oder so, weiß der nicht, gell? Irgendwie sowas. Ja. Ja, aber sie kommen immer so aus Südost dann am Schluss, gell? Von Richtung Beet kommen sie dann. Da müssen wir, glaube ich, mehr in die Richtung zumachen. Nö, aber das, also... War gut gehalten, doch. Und das, obwohl immer geheißen hat, ja, zu wenig Spikes, ne? Naja. Ja, die sind aber ordentlich aufmunitioniert, ja, die Spikes. Ja. Okay, naja, da ist er wieder. Ja, oh, wo stehe ich denn hier? Draußen? Was, wieso, war es draußen? Ich muss ja erst mal durch das Loch wieder rein. Wieso stehst du denn draußen? Ach, ja, draußen auf diesem, auf dem Sims. Ach so. Irgendwo muss noch einer sein, ich höre noch einen. Das sind mehr als da einer. Da kommt noch einer. Hm. Rennt der? Ja. Ich überlege gerade, ob ich schon rausgehen soll, aber... Nee, ich glaube nicht. Nee. Ich glaube, ich kann mich da noch beherrschen gerade. So wie das klingt. Ja, ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Wenn ich mich da noch beherrsche. Ja, ein auf den Mützer. Da kommt noch mal einer. Oh, noch mal ein Feraler sogar. Und Mr. Hazmat hat Hazmat Boots dabei. Die braucht man eigentlich gar nicht, gell, die Dinge? Nee. Eigentlich nicht. Nee, also. Ich weiß nicht. Bis jetzt kann man die, glaube ich, nicht brauchen. Sie geben keine Ruhe. Nee. Jetzt ist dann aber gleich der Spuk vorbei hier. Ist vorbei mit euch. Vorbei ist jetzt. Schluss mit lustig hier. So, ab nach unten. Zack. Was kommt denn in die Weaponkiste? Schwupp. Dann haben wir die Pistole rein. Da kommt das Blei rein. Da kommt das Stoff rein. Da kommt das Spray. Nein, das Wasser kommt da nicht rein. Das Wasser kommt da unten rein. Okay. Also die Medis kann ich wieder zurücklegen. Brauchen wir nicht mehr. Dann lassen wir den Sprit. Brauchen wir auch nicht mehr. Gut, die Pistolenmunition brauche ich auch nicht mehr. Tue ich auch wieder rein. Schöne Musik. Okay. Oh, Hobby, Achtung, ist einer drin. Wo ist. Was? Wo? Wo drin? Nee. Alles gut. Alles gut. Mach mir hier nicht Angst, so. Ich sag's dir. Ein Hazmat war gerade im Dings, als ich rausgegangen bin, ist auch reingegangen. Bei dir? Ja, unten hier in der Luke, ne? Ja, sowas. Genau neben der Luke. Ah, die Cheater, die Bösen. Oh, eine Pistole in Gelb, wunderbar. Huch. So. Okay. Dann wollen wir mal gucken. Ah, nehmen wir das Hunting-Messer, hätte ich gesagt. Looten, looten. Kartoffelsamen. Jeder Loot tut gut. Wann gibt's denn die Geschenke? Naja. Bis jetzt noch. Das klingt interessant. Ach du Scheiße, schau mal hier. Nordosten. Schön. Oh, da kommt eine Horde. Eine Horror-Horde. Komm da. Das ist aber sehr unlustig. Ja, was ist das für ein Zeitpunkt, ey? Ja, echt hier. Gerade mal eine halbe Stunde nach Feralhorde, Freunde. Was geht denn hier ab?
Was ist denn das für ein Blödsinn? Ist aber nicht sehr nett. Was macht er jetzt? Achso, er zünselt. Ach, guter Mann. Vorsicht, weg da, Alter. Achtung, Achtung, nicht hin. Geh weg. Das wärst du fast, ne? Setzt dich fast zerlegt hier. Das ist ja witzig. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie du das Feuer wieder auskriegst. Wenn du mal brennst selber. Ab ins Wasser rennen und. Ja, wenn du es bis dahin schaffst. Ja. Das ist nämlich die Frage. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Spielst du menschliche Fackel? Genau, Flamme an. Mein Gott, hier den ganzen Scheiß wieder aufräumen. Eine Nailgun-Schematik, sehr lustig. Cool. Wir müssen noch mal wieder zum Dings fahren. Ne? Zum Händler. Händler. Oh, ui, was ist das denn? Schick. Was hat er gefunden? Eine Pistole und ein Messer in Gelb. Oh, nice. Was ist das hier? Herausforderung, gut gemacht, Schwein. Schweine jagen. Was sie ja wollen. Ich bin kein Töter ein paar Wildschweine. Ne? Das kann man ja nebenbei mal machen, wenn man es findet. Hast du ein Zeitlimit? Ja, aber das geht auch ohne. Glaube ich, weniger Belohnungspunkte. Okay. Junge, Junge. Glasplatte, also bitte. Soll mal was Anständiges rüberfahren lassen, ne? Irgendwie schon, ja. So mal ein Stack Schwarzpulver oder sowas. Okay, ist ziemlich unrealistisch, ich weiß. Ja, man kann doch träumen, oder? Ja, klar. Schön wäre das schon. Eine Hake aus Eisen. In grün. Eine Hake? Hast du noch Platz? Ich hab nämlich keinen Platz. Ich hab keinen Platz. Vergiss es, ich hab keinen Platz. Man-Eater Challenge, was war das nochmal? Challenge, kill some male Zombies, ja, von mir aus. Mach ich sowieso immer. Ach, ich hab nur 15 Minuten Zeit, mö. Okay, sehr lustig. 15 Minuten, meine Damen und Herren. Ach, geht doch was, oder? Ja, natürlich. Das hätte vielleicht jetzt während der Verratorte funktioniert. Aber die meisten haben echt nichts dabei, gell? Ja, schon ein paar ganz gute Sachen gefunden. Zwei Pistolen. Autsch. Hast du das? Ja. Okay. Oh, Mechanical Parts, süß. Ja, nimmt man mal mit, ne? Die müsste man sich ansonsten für teuer Stahl herstellen. Ja. Tja, was hast jetzt du gehalten von der Feralhorde Tag 42? Ja, ich hatte ein bisschen mit mehr gerechnet. Also die Feralen, also die Cops, die waren ungefähr in gleicher Anzahl wie beim letzten Mal, fand ich. Fandst du? Ja, da waren vielleicht ein paar, zwei mehr oder drei mehr. Also, es war nicht viel mehr. Also, wenn letztes Mal kam so viele aus Nordwesten bzw. Norden. Ja, gut, da haben wir auch mehr reparieren müssen, ne? Ja, und zwei Stahlschaufeln, gelb. Nice. Kannst du scrappen zur Not, ne? Gibt's Stahl? Ja, stimmt, ja. Platz hier, das ist zum Kotzen. Ja, das ist echt das gute alte Inventarmanagement, ne, wie immer. Gibt da schon so voll. Oh, noch eine Hake und noch eine Schaufel aus Eisen. Na gut, die skippe ich jetzt, ey. Sieh mal nicht zu den Augen. Da hat er hier rumgekloppt. Der komische Zombie, der kurz hier unten drin war.
Echt? Naja, einen Schadenspunkt hat er gemacht. Einen ganzen. So, dann, also Moment. Peaches kommen da rein. Zack, 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 zack. Das kommt darin. Essen kommt darin. Oh, kein Platz mehr. Okay, sehr lustig. Es ist Kiste voll, ey. Ist komplett voll. Aber auch noch nie gehabt, ja. Selten, ja. Sehr selten. So, dann brauche ich. Achso, da bist du gerade drin. Okay. Also, das Zeug mal rein. Ich schmeiß jetzt einfach mal alles rein. Dann gehen wir zum Reparieren. Beziehungsweise jetzt das noch die Schematte hier in die Verkaufskiste rein. Alter, ist die. Ne, doch, das ist schon die richtige hier. Zack. Okay. Schauen wir mal hier drin. Müssen wir da irgendwas repairen? Ich glaube nicht. So weit sind sie. Ah, da haben wir ein kleines bisschen Stahl. Ein Stahl. Oh mein Gott, ist ja lächerlich. Ne, da haben sie so gut wie nichts kaputt gemacht. Dann kann ich hier, glaube ich, weiter aufwerten, ja. Oh, Stahl ist aus. Okay. So schnell geht's. Kein Stahl mehr da. Echt? Ja. Yep. Stahl ist aber noch was. Ja, ja, aber das ist sehr homöopathisch von der Dosis her. Das ist brutal, was da Stahl drauf geht. Das ist nicht mehr normal. So. Okay, zack. Der hat ziemlich was abgekriegt, der Spike. Ja, wir haben noch mehrere Spikes ziemlich was abgekriegt. Ja, aber ich bin so summa summarum bin ich echt zufrieden. Ja, da freue ich mich doch schon wieder auf die nächste Verein, oder? Sehr schön gelaufen, doch. Nee, also vor allem, es war relativ munitionssparend. Ja, stimmt, ja. Ja. Ich meine, wie viel Pipe Bombs hast du rausgedübelt? Nicht so viel. 3 oder so. Wie bist du klargekommen mit dem Zielen und so, mit den Pipe Bombs? Ja, ganz gut. Ja. Musst du erstmal rausfinden, wie das so ging. Ja. Mit dem Anzünden und so. Ja, das sind ja 2 Vorgänge, ne? Ja, das hatte ich ja am Anfang nicht so drauf. Ich habe mich gewundert, warum nichts passiert ist. Ja, aber dann lief's ja. Ah, dann lief's. Steel Hammer. Ah, Sledgehammer, Schematik. Aber dann können wir schon, ne? Ich weiß jetzt nicht genau. Ich meine schon, dass wir den können. Ich meine sogar beide. Also ich kann ihn und ich meine, wenn ich kann, dann kannst du mit Sicherheit auch. Du hast meistens die Schematics gefunden. Junge, Junge. Oh, ein Maschinenpistolenlauf. Das ist ja mal ganz gut, ja. Ja, nimm mal mit. Bevor er schlecht wird. Ja, oder rostet. Huch. Ja, rosten muss er nicht, ne? Also das muss nicht sein. Aha, hier haben sie einen komplett weggesprengt. Eine Stufe unseres Eisenspikes. Ja, kann auch sein, vielleicht von. Oh, einen Compoundbogen gefunden. Im Ganzen? Im Ganzen. Cool. In Orange. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich mag die Compoundbogen. Wir haben noch nie damit geschossen. Nee? Nee. Machen die deutlich mehr Schaden, oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, aber du kannst besser zielen damit. Ja? Hm. Muss ich mal ausprobieren. Ja, und mehr Schaden machen die natürlich auch, ja. Ja, würde ja durchaus Sinn machen, ne? Es ist ja schließlich ein aufwendiger Prozess, die zu kriegen. Das ist so.
Ja. Naja, also die Westseite ist so gut wie gar nicht angegriffen, also da. Da kommt immer bloß Schneewittchen, wenn es mal kommt. Ja. Tja, liebe Freunde, was soll ich sagen? Wir sind schon bei 35 Minuten, stelle ich fest. Nur mal so auf die Uhr geschaut. Ich würde sagen, wir lassen es für heute gut sein. Wir haben die Tag 42 heute mit, denke ich, Bravour. mit Bravour, ja, ohne jetzt übertreiben zu wollen, überstanden. Und ja. Wir sagen danke fürs Zuschauen, genau, gerade dass ich es noch rauskriege, und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es hier wieder mit dem normalen Wahnsinn weitergeht, wenn wir hier auch mit den, ja, Ausbesserungsarbeiten hoffentlich mal fertig sind, weil das zieht sich ja doch immer so ein bisschen. Ja, und mehr bleibt nicht zu sagen. Hast du noch irgendwas Schlaues, vielleicht so der Spruch des Tages? Irgendwie so, keine Ahnung, so kein gelben Schnee essen oder sowas? Zicke, zacke, zicke, zacke. Na dann, in diesem Sinne, ne? Macht's es gut und Servus. Bis neulich.